Rocky Mountain bietet im eMTB-Bereich zwei Modellplattformen an, das Instinct Powerplay und das Altitude Powerplay. Das Altitude ist ein Trailbike mit 150 mm Federweg am Heck und 160 mm Gabel. Nachdem es zunächst nur Carbon-Varianten gab, sind in dieser Saison auch zwei Aluminium-Versionen erhältlich. Unser Testrad, das Altitude Powerplay A70, ist das teurere der beiden Modelle, glatte 6.000 Euro kostet es. Sein Dynami 3.0 Motor mit 48 Volt ist durchzugsstark und vermittelt ein natürliches Fahrgefühl. Er sitzt hinter einer Verkleidung. Drei Unterstützungsstufen und eine Schiebehilfe gibt es. Am Lenker sitzt die minimalistische Bedieneinheit, die sehr unauffällig ist und per farbigen LEDs sowie Vibrationen Rückmeldung an den Fahrer gibt. Die gewählte Fahrstufe ist anhand der Farbe intuitiv zu erkennen, die Anzeige der Akkukapazität nach dem Lesen der Bedienungsanleitung verständlich. Die Kraft bezieht der Antrieb aus einem im Unterrohr platzierten Akku, der mit 632 Wattstunden ausgiebige Touren ermöglicht. Er kann nicht entnommen werden, so wird das Laden unter Umständen etwas mühsam, wenn das Bike nicht zu einer Steckdose rollen kann, sondern getragen werden muss. Das Rocky sieht gut aus, Züge und Leitungen sind im Rahmen verlegt. Dank Ride9-System kann es an Gewicht und Fahrstil angepasst werden. Das Bike ist kompakt, der Fahrersitz gut balanciert, der Schwerpunkt ist tief. So lässt sich das Altitude gut handhaben, liegt stabil auf dem Trail, gefällt im ruppigen Terrain und bei Sprüngen. Der Blick auf die Ausstattung zeigt einen gelungenen Mix. Das Fox-Fahrwerk ist auf Performance-Niveau angesiedelt, eine Fox 36 eMTB Float E-Wall vorne, ein Float DPS E-Wall am Heck. Geschaltet wird mit einer SRAM GX Eagle. Die funktioniert an sich gut, nimmt aber schon leichte Stöße übel und schaltet dann nicht mehr über die gesamte Bandbreite wirklich reibungslos. Die SRAM Guide RE mit 200 mm Scheiben sind kraftvoll und gut zu dosieren. Auf den breiten 27,5 Zoll Raceface-Felgen sitzen bissige Maxxis-Pneus, ein Aggressor WT in 2,5 Zoll hinten, ein Minion DHF in identischer Breite vorne. Der WTB-Sattel sitzt auf einer gut funktionierenden Raceface-Vario-Stütze mit schönem Remote-Hebel. Das Cockpit kommt von Rocky Mountain. Ein 35 mm Vorbau und ein 780 mm breiter, angenehm geformter Lenker. Die attraktiven Raceface-Griffe sind ebenso wenig Serie wie die schicken Pedale. Inklusive derer wiegt das Bike 24,23 Kilo. Mit dem Altitude Powerplay bietet Rocky Mountain ein schickes E-Trail-Bike mit großer Reichweite an. Der Motor vermittelt ein natürliches Fahrgefühl und entkoppelt sich bei 25 Stundenkilometern oder wenn er ausgeschaltet ist, sodass kein nennenswerter Widerstand spürbar ist. Seine stabile Lage und das Potenzial im ruppigen Terrain sorgen für ordentlich Fahrspaß.